Also, das ist ein 4-4-2-System mit Raute. Hier gibt es nur eine Viererkette und das ist die Abwehrkette. Hier nochmal die Abkürzungen offensives Mittelfeld und defensives Mittelfeld. Bei so einer Aufstellung ist es so, dass der Zehner, der hier auch zufälligerweise die Rücknummer 10 hat, eine sehr wichtige Rolle spielt, und zwar, dass er immer anspielbar sein muss, und zwar von den Stürmern, von dem defensiven Mittelfeldspieler und von den Mittelfeldspielern, dass er hier eben so eine zentrale Rolle hat. Das sieht man ja, denke ich, auch genau die Mitte. Und das jetzt nicht so wichtig ist, dass man zwei gute Außenspieler hat, was natürlich immer gut ist, aber bei diesem System ist es besser, wenn man einen sehr guten offensiven Mittelfeldspieler hat. Da gibt es Ballack, ist jetzt eher kein Zehner, aber Zinedine Zidane oder Kaká sind alles sehr gute Zehner, vor allem Zidane, der eben Technik, Kopfballspiel, Distanzschüsse und alles gut beherrschte und vor allem auch die weiten Pässe. Wenn der jetzt zum Beispiel beim Abschluss oder zu dem Abschluss kommen möchte, dann ist es eben auch sinnvoll, dass die Stürmer sich wegziehen, der die Mitte hat. Dasselbe gilt natürlich auch wie beim 4-4-2 normal ohne Raute, dass der Mittelfeldspieler wieder hier hinziehen kann und überlaufen werden muss oder sollte. Und dass es eben ähnlich ist wie beim 4-4-2 mit zwei Ketten, bloß dass eben der Zehner nochmal eine wichtigere Rolle hat.